Das heißt, ich gehe jetzt einfach schon mal in Richtung von dem Boss nochmal. Was irgendwo hier gewesen sein müsste. Und falls wir bis dahin dann nicht gerufen werden, können wir einfach so ein... Hallo? Nicht in die Kamera gucken. Können wir einfach nur Human Effigy benutzen. Und wir haben davon bisher, glaube ich, noch gar keine verbraucht. Und ich hasse euch Schildkämpfer. Ernsthaft. Und ja, ich weiß, ich war bis vor kurzem selber noch einer. Es ist unfair, auf der anderen Seite zu sein davon. Genau. Peaks, 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 Peaks. Das war der Falsche. Ich meinte eigentlich dich hier. Komm, piekst mich. Ich kann nicht mehr treten. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh. So, kaputt. Kaputt. Oh, Pickup. Was haben wir da? Life Gem. Ja, davon habe ich ein paar verbraucht eben gerade. Schade, schade. Oh, und wir können noch hier unten die mal wegnehmen und dafür die hier nehmen. Magic Damage, Fire Damage. Achso, die machen gar nicht mehr Schaden, die machen nur anderen Schaden. Fire Damage. Mehr Fire Damage. Ich nehme mal mehr Fire Damage, so. Da war das. Also es sieht nicht so aus, als wenn irgendjemand gerade den letzten Riesen probieren wollen würde. Das heißt, wir werden gleich eine Effigy benutzen und dann einfach das Ganze nochmal machen. Das heißt, die eine Nachricht, die wir gelesen... Oh. Wir hatten eine Nachricht gelesen mit entweder probiere vorne Entrapment oder hinten irgendwas. Hinten irgendwas ist die Armbrust, die eventuell den Typen ziemlich viel Schaden verursachen könnte. Aber was war das mit vorne? Das ist nicht hier, oder? Nee. Kann ich irgendwo das Schlachtfeld sehen? Das wäre super. Oh, von hier oben vielleicht. Ja, da hinten ist unser Seelenhaufen. Oh, es gibt zwei Armbrüste. Okay, einmal gibt es ganz hinten einen und einmal so in der Mitte. Aber vorne sehe ich nichts. Hm. Okay. Also erstmal Human Effigy. Weh, ich werde direkt beschworen, nachdem ich das Ding benutzt habe. So. Dann Zauber ändern. Dann dich ändern auf Trank. Achso. Dich benutzen. Und rein. Also ganz am Anfang, wenn er hochkommt, hat man schön... Oh. Au. Hat man schön Zeit. Klick. Hat man schön Zeit zu zaubern. Lass mich weg, lass mich weg. Trink. Keine gute Idee. Genau. Was zur... Das war gerade das Feuerflug. Oh, Junge! Okay, jetzt. Und danach wechseln auf. Okay, probieren wir die mal. 111. Weil die gehen irgendwie schneller als unsere Zauber. Bei unseren Zaubern haben wir danach immer so eine kleine Phase, wo wir nichts machen können. So. Knapp, knapp, knapp. Viel zu knapp. Verflucht. Schon wieder. Und er kriegt dadurch irgendein Power-Up. Sieht man in den leuchtenden Augen da. Okay, komm, mach deinen Move. Ich heile mich. Ich muss weg hier. Heilen. Ich mach's immer zum falschen Zeitpunkt. Also muss theoretisch warten, bis er so einen Dreier-Move macht oder so. Und nur da.
Jetzt zum Beispiel. Ah, ist trotzdem zu knapp. Geh, geh. Heilen. Einmal zaubern. Ausweichen. Zaubern. Oh, jetzt kommt der. Ah, das ist garstig. Genau. Oh, warte mal. Wie machst du, Buster? Jetzt mit dem komischen Chaos-Bolzen schießen. Ja, also, Seele des Verfolgers und Ring der Klingen. Puh, das war cool. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass das Ding noch steht. Erhöht physikalischen Schaden. Für uns uninteressant. Der Ring der Klingen ist modelliert nach dem verrückten König von Alkens. Nach der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken. Das Königreich von Alken und Venn hat früher auf diesen Landen vorgeherrscht. Also das war früher mal das Königreich von Alken und Venn. Sie wurden beide von demselben Mann gegründet. Hä? Warum gründet ein Mann zwei Königreiche? Hm. Also Ländereien vielleicht. Also ich gründe das Königreich von Gerogonien und das hier ist Gerogon Alpha und das Gerogon Beta. Und beide bezahlen an mich Steuern. Das ist okay. Aber ich gründe doch kein Gerogonien und ein Gerogonien 2. Die brauchen doch jeweils einen König. Nest? Oh, warte. Ah, ich gehe in kein Nest rein. Jetzt noch nicht. Erstmal umgucken. Unsere Seele ist aus Dark Souls 1 traumatisiert, was Nester angeht. Und auch hier passiert nichts. Hm. Gibt es hier nicht noch irgendwo was zu holen? War es ein Loch? Oh, da geht's runter. Ich hab da was funkeln sehen. Hopp, da ist was zum Funkeln. Da ist jemand gestorben. Wahrscheinlich auch zu tief runter geguckt. Ah, da unten ist auch noch was. Aber erstmal hier das Funkeln. Oh. Da. Oh. Drangleg, Schwert und ein Rüstungsset war das. Hm, hier. Das habe ich mit meinem Krieger auch getragen. Schau. Drangleg Sword da. Großschwert von Drummond. Royal Army Captain. Ein altes und unverziertes Schwert. Mhm. Drummond und jene vor ihm nutzten dieses Schwert, um jeden abzuwenden, der ihr Reich bedrohte. Okay. Hier runter. Ach, und jetzt sind wir wieder beim großen Schwert. Hurra for Jumping. Okay, kriegst ein Rating für. So, hier sind wir wieder. Das heißt, wir laufen jetzt zurück zu der Stelle, wo der Boss war und gehen dann zum Nest. Und dann kommen entweder kleine Assi-Vögel, die irgendwelche Sachen von uns wollen, oder wir werden irgendwo hingebracht, wo wir gar nicht hinwollen. So war es nämlich in Dark Souls 1. Sonst war hier doch nichts, oder? Eine sehr schöne Aussicht. Bloodstain, 22.000 See. Oh, da ist eine Kiste. Ah, ne. Nur so eine Krüppelkisten. Genau. Ist da irgendwas? Da komme ich nicht mal ran. Ah, nimm das. Komische Kiste. Will nicht von mir zerstört werden. Wo gibt es denn sowas? Hier. Das ist der Adler von dem Pursuer. Würde ich meinen. Zweihander. Und schon sind wir in einem ganz neuen Gebiet. Man sehen hässlich aus. Wir müssen unbedingt irgendjemanden helfen, einen Boss zu töten. So, Lost Bastille sind wir. Aktivieren und benutzen bitte.
Ja. Und wie... Na komm, wir schnuppern mal ganz kurz rein. Aber danach würde ich eigentlich ganz gerne meine Seelen ausgeben. Boss voraus. Kurz. Versuche... Saint. Hurra vor Boulder. Okay, wird einfach nur Müll gewesen sein. Oh, da oben haben wir neue Gegner. Du da? Kann ich dich von hier... Ja, doch, klappt. 22.000 Seelen haben wir jetzt. Wusch. 500 Seelen. Aber ich sollte mal auf die Kleinen umsteigen, sonst haben wir gleich keine mehr. Das hier sieht verdächtig nach Loot aus. Oh oh. Hallo, du da. Piu. Piu. Hey, du solltest... Wow. Okay. War alles geplant. Ist tot, ja. Oh, nein. Viel Glück, Butthole. Visions of Weapon. In short, hitting them in one swoop. Ja, ich soll das hier wahrscheinlich runter... King. Kostenlose Seelen, ja. Ich würde trotzdem nur ganz gerne wieder dann zurück, wo ich eben war, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt zurückkomme. Okay, ich springe mal hier runter und gucken. Bin wieder Schwarzpulver getränkt, okay. Nirgendwo irgendwas drin. Ah, hier geht's hoch. Und wir sind... Da, wo der große Typ eben gestorben ist. Okay. Das ist schön und gut. Twilight Herb. Was ist ein Twilight Herb? Da. Restore Spell Uses. Das macht das andere doch auch schon. Restores a number of spell uses. Wahrscheinlich mehr als das andere, sonst wäre das hier nicht so selten. So, aber komme ich jetzt dahin zurück? Nee, das ist eine unsichtbare Wand. Nee. Oh, das soll ich nicht überspringen. Ja, das ist jetzt doof. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo... Also ich kann jederzeit einen Heimkehrknochen benutzen. Aber ich hätte gerne einen regulären Weg zurück. Und hallo, du. What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. Hatten wir nicht einen ähnlichen Charakter in Dark Souls 1 getroffen? Beim Addon? Das war ein Mann, ja, aber ich glaube, einer Seele ist das ziemlich egal, was im Körper da steckt später. You are an odd one. Normally people keep a safe distance when they see this mask. But you. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Wart mal. Das war gerade eine sehr, sehr wichtige Information für die Spielwelt. Ich bin davon ausgegangen, es gibt eine Welt, eine normale Welt für unsere Welt, nur halt im Fantasy-Setting. Und von da aus kommen die Menschen, wenn sie verflucht sind und sterben, hierher. Und wachen hier auf und ein Großteil ihrer Erinnerung fehlt. Sie hat aber gerade gesagt, dass sie bewusst nach Drain Lake gegangen ist, weil sie Seelen haben wollte. Es ist so wie, ich fliege jetzt nach, keine Ahnung, England, weil ich englische Bücher kaufen will. Also, ne?
dass alles in derselben Welt spielt. Wobei, wir sind auch nach Dranglair gekommen, weil wir dachten, wir können hier vom Fluch loskommen, nachdem wir wahrscheinlich unsere Frau und Kind umgebracht haben oder durch uns sie gestorben sind. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people.